Hallo, in diesem Video ein paar Kommandozeilenbefehle für die Shell unter Debian, um Dateiinhalte anzuzeigen. Ich habe hier nun mal meine Shell mit Steuerung L geleert. Und das erste, was wir nun ausprobieren, ist cat. Mit cat kann ich einen Dateiinhalt anzeigen. Dazu geben wir nun cat ein und suchen uns irgendeine Konfigurationsdatei aus. So, wir müssen jetzt natürlich erst einmal in ein entsprechendes Verzeichnis wechseln. Wir sind nun im Administrator-Verzeichnis vom Unterverzeichnis Administrator von Home. Das heißt, wir wechseln einmal in etc. So, ich bin jetzt nun mit CD und zwei Punkten ins entsprechende Root-Verzeichnis gewechselt und sehe das hier am entsprechenden Slash. Jetzt gehen wir mal ins etc.-Verzeichnis und schauen uns mit ls-l an, was wir hier drinnen finden. Und jetzt suchen wir uns eine Datei raus, die uns interessieren könnte. Schauen wir uns zum Beispiel mal die bash.bash.rc an. Jetzt sehen wir mit cat hier quasi den Inhalt dieser Textdatei. So, ein anderer Befehl wäre dann noch more. Hier können wir nun mit der Leertaste entsprechend durchblättern. Ein weiterer Befehl wäre less. Hier kann ich den Dateiinhalt auch seitenweise anzeigen. Allerdings kann ich mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten scrollen. Drücken wir STRG D, Escape, schauen wir mal, wie wir hier wieder rauskommen. So, offenbar kommen wir hier mit Q wieder raus. Nicht ganz. So, jetzt haben wir es irgendwie geschafft, hier wieder rauszukommen. Cool. Dann probieren wir das mit Tail. Bei Tail sehen wir hier jetzt das Dateiende. Hier mit head sehen wir den Dateianfang von der Datei und mit tag können wir die Datei von hinten nach vorne lesen. Hier wird die Datei beginnend bei der letzten Zeile angezeigt.